Ja, ich sitze jetzt da im Flughafen in New York und Maggie und ich sind jetzt gerade in wunderschönen Florida-Ferien gewesen und haben da das Leben ein bisschen genossen als Ausgleich zum teilweise hektischen Praxisalltag in der Schweiz. Und das können wir halt einfach da einen am besten, weil die Weite vom Land so unkomplizierter. Eigentlich auch die aufgestellten Leute. Wobei, ich bin immer ein Mensch, der immer hinter der Fassade schaut und nicht nur immer das Schöne und Gute sieht, sicher die schönen Strände, das schöne Wasser und alles. Wir haben einen wunderbaren, schönen, weissen Sandstrand in Fort Myers. Aber wir sehen auch anders. Zum Beispiel, wenn man in Einkaufszentren geht, die grossen Alkoholmeilen, auf Deutsch gesagt, 30-40 Meter lange Gestelle mit verschiedenen Bier. Oder auch natürlich, was sehr bedenklich ist, die riesengroße Auswahl an ganz normal käuflichen Medikamenten, die es da eine gibt, wo schon ein Problem ist. Und das merkt man auch den Leuten an. Was aber auch sehr schön ist, zum Beispiel im Einkaufszentrum oder teilweise eben jetzt auch hier auf dem Flughafen mit den Leuten, die hier am Arbeiten sind, es sind ganz viele alte Leute, die bei uns heisst, die sind ausgesteuert. Ganz viele alte Leute, die hier am Arbeiten sind. Ich weiss nicht, vermutlich auch für einen billigen Lohn, kann natürlich auch sein. Aber weil sie halt eben keine richtige Vorsorge haben im Alter, kommen sie da auch an den richtigen Orten eine Beschäftigung über, was auch sehr schön ist. Was natürlich auch zu denken gibt, hinter dieser schönen Fassade, wenn man in Zürich einsteigt und schlussendlich in New York aussteigt, dann fahren in Zürich vielleicht ein oder zwei Rollstühle als Flugzeug her. Steigt man da in New York aus oder in Miami oder wo immer, stehen 20 bis 30 Rollstuhl dort, weil halt einfach die Amerikaner zu faul sind zum Laufen und das Gefühl haben, sie kommen dann so schneller durch die Passkontrolle durch. Und ich finde das irgendwo völlig daneben gegenüber den normalen Behinderten, die wirklich auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Aber eben, es gibt auch anders. Gehen wir aber zum Beispiel an den Strand. Da sehen wir das Problem von dem Land, was die ganze Kommunikation anbelangt. Eine riesengroße Handysucht. Am Strand, am wunderschönen Strand, am Abend, Sonnenuntergang, laufen die Leute entlang. Sie schauen nicht den Sonnenuntergang an, sie schauen ins Handy rein, sind am Telefonieren. Und zwar nicht nur einfach die 20-30-jährigen Jungen, sondern auch wirklich in jedem Alter. Vom Grossvater, Grossmutter bis runter zu den Kindern. Und das ist da sehr, sehr bedenklich. Wenn man geht zu Nacht essen, am Esstisch, der Kind gibt mir ein iPad oder ein Handy in die Hand, sie schauen Filme oder sie machen Spiele. Während dem ganzen Essen, dass teilweise das Kind überhaupt noch essen, shoppen nicht die Eltern das Essen rein, weil sie vor lauter aufs Handy schauen und keine Zeit haben. Und das ist schon auch etwas, was sehr, sehr bedenklich ist, wo man ja bei uns zum Glück noch nicht so extrem, aber auch länger sie mehr werden sehen. Gehen wir auf die Straße schauen. Was mich natürlich ursprünglich als Gelehrter Automechaniker und jemand, der schöne Auto liebt, auch Oldtimer liebt, die sieht man fast nicht mehr hier. Nebst den schönen TÜV natürlich, den ich auch sehr liebe, macht einem auch nachdenklich, wie unpflegt dass die Autos sind, wie es halt einfach ein Konsumgut ist, das geleaset werden kann und so einfach gefahren wird, bis auseinandergeht. Man stellt es nachher in die Ecke und man nimmt das nächste Auto. Und dementsprechend sehen sie halt einfach auch aus. Was auch dazu zu sagen ist, auch wiederum Rollstuhlthema.
bin ich vor einem Starbucks, bin ich vor einem Restaurant. Die Leute fahren her, hängen das Rollstuhl her, wo man scheinbar sehr ring und einfach hier einen überkommt, und steigen ganz normal aus und laufen davon. Und das finde ich irgendwo sehr, sehr bedenklich, dass das hier da so einfach gemacht wird. Wiederum auch, wie ich so in der Praxis auch sehe, dass es sicher nicht lässig ist, wenn man auf die Hilfsmittel angewiesen ist und das Ganze hier einfach aus Faulheit, aus Bequemlichkeit, weil die Parkplätze halt einfach immer zuvorderst sind, das Ganze ausgenutzt wird. Aber was mich eigentlich am Ganzen in diesem Land am meisten beschäftigt hat, ist, wie nervös, wie rastlos, wie ruhelos, dass die Leute da sind. Logisch, sie sind beschäftigt mit ihrem Handy, mit ihrem Alltag. Es ist alles, schwappt unheimlich schnell hin und her. Es springt in einem wahnsinnigen Tempo hin und her, von da zu da zu da. Man hat das Handy in der Hand, telefoniert gleichzeitig, diskutiert noch mit den Nachbarn, vis-à-vis am Tisch oder was auch immer. Und alles in einer wahnsinnigen Hektik. Kaum hat man fertig gegessen, kommt die Rechnung im Restaurant, man steht sofort auf und geht weiter. Und das nervöse Getue ist irgendwo sehr nachdenklich. Aber auch die vielen extrem ferngesteuerten Leute, die wir hier haben. Und du merkst, wenn du die Meilen von Medikamenten in den Einkaufszentren gesehen hast, überhaupt nicht verwunderlich. Die Leute sind teilweise so vollpumpt mit Medikamenten. Und das ist sehr, sehr, sehr nachdenklich. Und ich spüre die Leute natürlich noch ganz von einer anderen Seite her. Ich kann meine Fähigkeiten nicht abschalten. Die sind da, 24 Stunden, überall, egal wo ich bin. Und was ich da sehe und spüre, es schmerzt eigentlich wirklich extrem, was da abläuft. Aber das wird länger sie mehr kommen, es wird auch bei uns kommen, auch bei uns werden die Einkaufszentren Medikamente verkaufen, auch wenn es nur ein Aspirin ist oder was auch immer. Und das ist bedenklich, was da kommt. Dann geht man heim und nach dem Duschen schaltet man vielleicht einmal schnell den Fernseher ein. Auch dort das Nervöse, hin und her schalten, hast eine Sportveranstaltung, sofort kommt eine Werbung nach 2-3 Minuten. Du hast keine Kontinuität, was da läuft innerhalb von kürzester Zeit. Es ist sehr, sehr nervös. Sieht man Nachrichten voll auf Drama. Alles ist schlimm und tragisch. Wir sind jetzt auch im Moment gerade berichtet haben, wie ein grosser Sturm auf Thailand kommt. Es ist ein riesen Thema, ein riesen Drama. Ist der Sturm vorbei? Egal was passiert ist, es wird nicht mehr darüber berichtet. Aber dann ist es ein riesen Thema. Und da wird Angst gemacht und alles zusammen. Es ist ganz verrückt. Aber was noch zwischen diesen Berichten kommt, im ganz normalen Fernsehen? Werbung für antidepressiva Produkte. Werbung von Medikamenten. Man soll doch zum Arzt gehen, man müsse doch nicht so gestresst sein und sich nerven ab dem Kind, wenn sie nicht gerade in die Schule wollen und das und das und jenes. Man soll doch das einfach ganz ruhig nehmen und soll zum Arzt gehen und sich so ein Medikament verschreiben lassen, dass man es eben viel lustiger und viel fröhlicher und viel aufgestellter kann geniessen und leben. Und das finde ich schon eine unheimliche Sache, dass das da überhaupt erlaubt wird, dass Medikamente im öffentlichen Fernsehen oder in sämtlichen Fernsehstationen Werbung läuft von Medikamenten und vor allem von Antidepressiva. Ich finde es ganz eine verrückte Entwicklung und finde es überhaupt nicht gut. Also, das sind einfach mal schnell so kleine Impressionen gewesen, wo halt der Christian die Augen offen hat im Leben, die Augen offen hat, nicht nur im Hippiebus und seine Bücher darüber schreibt,
könnt ihr gerne darüber nachlesen. 7 Tage im Hippiebus mit letztem Buch. Ich habe jetzt das nicht gerade da, es ist glaube ich unten im Koffer drin. Aber ich finde es auch aus unserem Shop. Es ist einfach aus dem Leben herausgegriffen. Mit ein bisschen offenen Augen, mit manchmal ein bisschen anderen Augen. Halt, ja, will ich vielleicht auch ein bisschen mehr sehen und mehr spüren und wahrnehmen und realisieren als manche andere Menschen. Also, ich wünsche euch noch ganz eine angenehme Zeit. Geht doch auf unsere Homepage, kauft doch mal ein Buch von mir und was auch immer. Ich geniesse jetzt eine amerikanische Kopie vom Luxemburgerli. Ob es gut ist, weiss ich noch nicht. Ich kann es dann euch vielleicht im nächsten Film erzählen. Also, bis dann, alles Gute und liebe Grüße aus New York. Kurz vor dem Heimflug auf Zürich. Danke.